sie lacht, dann lacht die ganze Welt. Tobias Hase, meine Damen und Herren. Denn wenn sie lacht, dann lacht die ganze Welt. Denn aus ihrer Seele kommt der pure Sonnenschein heraus. Das müssen wir nochmal machen. Ich hab mich verspielt. Das Entschuldigung. Ist doch gar nicht schlimm, wenn man sich verspielt. Wie oft passiert dir das, dass du dich auf der Bühne bei Auftritten verspielst? Regelmäßig. Siehst, unterbrichst du dann auch oder machst du dann weiter? Nein, da nicht. Da musst du dann durch und da ist Jatz auch wirklich Jatz. Jetzt ist jedem klar geworden, du bist Musiker und bist jetzt schon am Schwitzen, obwohl wir gerade erst mit dem Interview angefangen haben. Woran liegt's? An der Kameraleuchte. Ja, wir müssen mal sagen, die ist nämlich heute sehr hell, mit sehr viel Licht, weil wir sitzen in einem wunderschönen Keller. Das ist deine Piano-Bar, die hast du hier mit eigenen Händen schweißtreibend ja, wir ins Leben haben, wir haben hier, ich hatte irgendwann den Traum, ich baue mir um einen Flügel, um eine Bar und ein Restaurant. Aber auch ganz klar mit dem Ziel, dass ich da nicht natürlich als Endzeit-Gastronom ende, sondern ich stelle das Ding hin, bis es tut und will dann im Haus auch neue Talente haben. Und wenn die mit ihren Zielen, Träumen, Hoffnungen, Melodien, Geschichten und ihre Zukunft hier ankommen, dann kriege ich da mein Stück von ab und es ist hochinteressant und man lernt ganz, ganz viel dabei. Also du sitzt schon als Chef auch noch selbst am Klavier? Ja, wobei ich dann nicht mehr der Chef bin, sondern nur noch der Klavierspieler. Was bist du lieber, Chef oder Klavierspieler? Klavierspieler. Ganz klar. Super. Wir reden sofort weiter, schalten gleich erstmal in meinen nächsten Beitrag und sind gleich wieder da und ja, ich hoffe, Sie natürlich auch. Ich kann flüstern, dann verstehen Sie mich eher schlecht. Oder ich spreche laut und sage, so, aufpassen, der Beitrag geht los. Wir sind bei den Stuttgarter Stimmtagen. Hier dreht sich alles um das Phänomen Stimme. Das Kulturfestival geht über 4 Tage. Jeder kann vorbeikommen, um sich Vorträge anzuhören, bei Workshops mitzumachen oder sich künstlerische Inszenierungen anzuschauen. Und heute sind alle da, um einer prominenten Schauspielerin zu lauschen. Die ist gerade noch in den letzten Vorbereitungen genau hinter dieser Tür. Hören Sie mal. Geehrte Frau, erschrecken Sie nicht, dass Sie diesen Brief erhalten, denn Ihrem Sohn geht es gut und er ist keineswegs in Gefahr. Er hat Ihre Briefe empfangen und die Pakete, die Sie ihm geschickt haben, und ist sehr überrascht, dass Sie nichts von ihm erhalten haben. Iris Berben hat die diesjährige Schirmherrschaft bei den Stuttgarter Stimmtagen übernommen. Sie liest Texte gegen den Krieg und wird zusammen mit dem Kammerchor Stuttgart hier auftreten. Und obwohl die renommierte Schauspielerin Profi ist, schlottern ihr ein wenig die Knie vor dem Auftritt. Ich bin immer so aufgeregt und das ist ja was Neues, in einer Akademie zu sitzen, die sich mit Stimme, mit Emotionen dieser Stimme, das ist ein ganzer Beruf, da fällt mir sofort ein, ich habe keine Schauspielerausbildung, da fällt mir alles ein, was schieflaufen könnte. Und dann denke ich, okay, aber es sind auch schon 50 Jahre, die ich diesen Beruf mache. Das wird mir helfen. Iris Berben hat es gerade schon erwähnt. Die Akademie für gesprochenes Wort veranstaltet die Stuttgarter Stimmtage. Und zwar alle 2 Jahre. Die Gründerin und Direktorin Uta Kutter hatte schon lange darüber nachgedacht, Iris Berben als Schirmherrin zu gewinnen. Hatte über Bekannte dann Rat bekommen und sie hat zugesagt und war so offen. Und wir hatten gestern ein tolles Gespräch miteinander, informativ, intensiv. Und sie sagte, ihr macht genau das, was ich möchte. Das ist wunderbar. Und es hat mich noch überzeugt, sie gehört zur Akademie. Sie ist eigentlich geboren für die Akademie oder die Akademie für Iris Berben. Iris Berben hat uns verraten, dass sie sich immer sehr lange und zu den unterschiedlichsten Tageszeiten mit den Texten in der Vorbereitung beschäftigt. Das Wichtigste ist allerdings, dass man den Text versteht. Sonst versteht ihn auch kein anderer. Sie selbst legt sehr viel Emotion in ihre Arbeit mit den Texten und der Stimme. So, dass es sie manchmal sogar packt. Ich habe auch schon mal geweint. Es ist mir passiert in Lesungen, und zwar, wenn ich Reaktionen höre, nämlich Schluchzen anderer Menschen. Da weiß ich irgendwie mit meinem ganzen Handwerk nicht, wohin. Die Stuttgarter Stimmtage bieten dem Besucher ein vielfältiges Programm und zeigen spannende Einblicke rund um das Thema Stimme. Ja, und wir sind zurück mit Tobias Hase und wir haben eben schon gehört, du bist Musiker mit Leib und Seele. Du hast, glaube ich, mit 7 Jahren deinen ersten Auftritt gehabt, ist das richtig? Ja, mit 6 das erste Instrument, mit 7 die erste Gage.
Mit 7 die erste Gage. Wie viel Mark hast du denn gekriegt da? 10 Mark. Weißt du noch, was du dir von denen im Geld gekauft hast? Süßigkeiten, und dann habe ich leicht verkalkuliert und bin das erste Mal dann schwarz mit der Bahn gefahren. Und heute kaufst du dir keine Süßigkeiten mehr, sondern Zigaretten. Du bist, glaube ich, der erste Gast, der in meiner Sendung raucht. Nein, du bist der erste Gast. Wäre es nicht sinnvoll, das wieder gegen Süßigkeiten zu tauschen? Eigentlich schon, aber wir wissen alle, Nikotin macht süchtig und die Zigarettenindustrie hat schon ihre Suchtberechtigung und ich bin süchtig, kann man sagen, ja. Du rauchst ja einfach ungeniert, es ist dir egal, was die Leute denken. Du machst dein Ding und wenn man mit dir redet, du hast so eine ganz klare eigene Meinung. Bist du so ein bisschen so ein Revoluzer? Also nicht, weil du jetzt rauchst, aber weißt du, so, das ist so, du scherst dich irgendwie. Ich bin irgendwie enttäuscht von vielem auf der Welt, worüber wir irgendwelche Boheis veranstalten oder Ballett veranstalten. Es gibt im Endeffekt eine einzige Regel. Und danach kommt alles andere. Seid lieb zueinander und alles andere kommt später. Dass ich raffen und es ist meins. Ich brauche ein dickes Auto und eine dicke Uhr und das finde ich alles ziemlich furchtbar. Und deswegen mache ich auch Musik, ohne den Zeigefinger. Und darüber reden wir dann gleich. Vorher machen wir ganz kurz Werbung und sind gleich wieder da. Und ich möchte kurz auf den Anfangssatz, beziehungsweise auf den Schlusssatz, mit dem wir eben ausgestiegen sind, vor der Werbung zurückkommen. Du hast eine Moral in deiner Musik ohne Zeigefinger. Was möchtest du denn vermitteln? Naja, also ich kann nicht leugnen, dass ich auch ein gewisses Rock'n'Roller-Leben hinter mir habe und ziemlich viel ausprobiert. Aber irgendwann kommst du an dein Innerstes und wo Dinge zählen wie Ehre, Anstand, Respekt, Gewissen, Aufmerksamkeit. Auch das geht zwischen uns Menschen immer mehr flöten. Wir sind so zugetaktet mit allem Möglichen. Somit kratzt alles. Mhm. Nur an der Oberfläche. Und das ist eigentlich schade, weil wir haben viel, viel mehr zu bieten. Wir sind gar nicht so oberflächlich, wie wir die ganze Zeit nämlich miteinander umgehen und beschweren uns auch dauernd drüber, dass wir es nicht hinkriegen. Wir sind aber nicht nur da, um Themen, die dich bewegen, anzusprechen, sondern natürlich auch wegen deiner Musik. Das ist dein aktuelles Album, Weißmuster. Nur Klavier, nur Stimme, nackt bis auf die Knochen. Und für mich Weißmuster deswegen. Es gibt in Dresden das Staatsarchiv, da gehen immer 2 von jeder Produktion ins sogenannte Weißmusterarchiv. Mhm. Das ist so praktisch das musikalische Gedächtnis der Bundesrepublik. Mhm. Und das ist so mein musikalisches Gedächtnis, was mich im Leben so bewegt hat und welche Songs mir persönlich irgendwie die Apokalypse gerettet haben. Also ein Album, was wahrscheinlich sehr tief geht, wo man sich Zeit nehmen sollte, sich gemütlich hinsitzt und einfach mal zuhört, was zwischen den Zeilen passiert, nehme ich an, oder? Schon, ja, aber bin gespannt, wer es schafft. Also irgendwie, das sind, glaube ich, nur 45 Minuten oder so. Na, das ist eine Schulstunde, das sollte man schon hinkriegen, ne? Können wir hinkriegen, ja. Früher waren die Alben ja eine Stunde, Stunde 15 und hab's extra so kurz gehalten, nur 11 Lieder, dann schafft man das gerade so von der Aufmerksamkeit her. Na, das ist doch eine gute Idee, vor allem wird die Jahreszeit jetzt ja halt wieder kühler, es wird dunkler, man hat mehr Zeit und dann ist vielleicht dieses Album genau das Richtige dafür. Wir schalten mal den nächsten Beitrag, sind gleich wieder da. Assalamu alaikum, nangendev. Namaste. Oyuan. Assalamu alaikum. Hi. Buenas tardes. Der Völker präsentiert Kunsthandwerk aus aller Welt und wir wollen das Kunsthandwerk den Menschen nahebringen. Entstanden ist das Ganze vor 20 Jahren, deswegen haben wir auch unser Jubiläum. Und ins Leben gerufen hat es mein Vater damals. Wir versuchen, authentisches Kunsthandwerk den Leuten nahezubringen und das ist nicht immer einfach. Es ist unsere Aufgabe, letztendlich das authentische Kunsthandwerk nahezubringen, zu finden und den Menschen zu präsentieren. Erfolgreich wird das Ganze, glaube ich, dadurch auch, dass wir die Aussteller haben, die das Kunsthandwerk halt lieben und aus der Landeskultur das Ganze halt hier mit rüberbringen, vermitteln und dass wir auch ein entsprechendes Rahmenprogramm haben, wo man dann das Flair aus den einzelnen Kulturen halt erleben kann. Also meine Motivation ist wirklich die Menschen dahinter, das Kunsthandwerk und die Tradition, die damit einhergeht und das Ganze ein Stück weit zu kultivieren, weil ich das Gefühl habe, dass wir auch uns immer schneller bewegen, dass es mehr in Industrialisierung geht, in industrielle Fertigung
Und dieses Stück Kunsthandwerk oder dieses Gut Kunsthandwerk geht immer mehr verloren. Und das liegt mir sehr am Herzen, das einfach nahezubringen. Also der Markt findet traditionell über 5 Tage statt, über Allerheiligen. Und wir gastieren hier wieder in der Phoenixhalle im Römerkastell und freuen uns auch 2019 wieder hier zu sein. Und da das noch eine lange Zeit ist, habe ich hier noch etwas mitgebracht. Und zwar einen Engel, den Sie gewinnen können, wenn Sie eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse schreiben. Und ja, viel Spaß und viel Erfolg. Ich freue mich, Sie nächstes Jahr grüßen zu dürfen. Babenenion! Viele Millenge! Arefarad! Hayer! Goodbye. Que la pasen bien. So, lieber Tobias, wir sind am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Dass wir bei dir sein durften. Meine Sendung endet traditionsgemäß mit 2 Veranstaltungstipps. Normalerweise immer mein Gast zuerst, heute ich zuerst, weil du nämlich nach deinem Tipp gleich nochmal kurz in die Tasten haust. Und ich sage Ihnen, Sie sollten unbedingt am 11.11. nach Esslingen gehen. Da ist der Esslinger Herbst. Da gibt es jede Menge tolle Sachen für die Familie und tolle Märkte zu erleben. Das ist ein cooler Tipp. Deine? Ich komme am 8.12. zu Katis Bistro in Winnenden und denke mir, für den Termin machen wir jetzt mal ein bisschen Werbung. Ja, sehr gut. Ja, so. Dann viel Spaß und jetzt dürfen wir nochmal. Denn Wunder geschehen, ich hab's gesehen.